Ich heiße Maritza Meid, bin am 28.02.1937 in Ostpreußen geboren. Durch Vertreibung bin ich im Dezember 1945 zu Verwandten nach Brambauer gekommen. Aus Bärenwinkel, Masuren, Ostpreußen. Da ist schon der Spierlingsee. Das habe ich mir hier schon markieren müssen. Die ist zwar 1959, glaube ich, gedruckt, aber das ist der Stand von 1937. Es gab ja nichts zu essen. Dann ist meine Mutter hamstern gegangen. Vielleicht ist das Wort betteln besser. Die haben bei den Bauern gebettelt. Kartoffeln und was die so übrig hatten. Und die haben das aber auch immer gemacht, die haben auch immer was mitgegeben. Das war ja hier nach 45 auch so gewesen hier in Westfalen. Es gab ja nichts. Obwohl das eine ganz schlechte Zeit war und wo meine Mutter ja auch kaum was gegessen hat. Die hatte an der einen Seite, hatte sie meinen Bruder gestillt und an der anderen Seite von meiner anderen Tante das Mädchen, die Angelika. Mein Großvater, der sitzt da so, ja, so ein bisschen stolz, denke ich mal. Und meine Großmutter, die lächelt ganz entspannt. Da habe ich gedacht, wie kann die nur lächeln bei so vielen Kindern? Hier sind, die kann ich schon gar nicht mehr alle so richtig erkennen. Das ist meine Mutter. Die Haare alle gleich und auf manchen Bildern können sie die kaum unterscheiden. Aber wie ernst die da alle gucken, ne? Eines Tages stand vor unserem Straßenfenster so eine Reihe Frauen, vorne und hinten von Russen bewacht. Die sollten verschleppt werden, das war uns schon klar. An diesem Tag, weiß ich noch, war meine Mutter auch wieder auf Suche nach Kartoffeln oder irgendwas Essbarem und ich hatte fürchterliche Angst. Wir müssen jetzt alle schnell weg und Mutti kommt nicht wieder. Aber sie kam dann auch bald. Und alle knieten nieder und haben gebetet. Ja, in der Not, wissen Sie, betet man schneller, eher. Und dann waren die wortlos verschwunden. Wir natürlich fürchterliche Angst, alle. Der Zug kam endlich verspätet, war rappelvoll. Das waren Viehwaggons. Meine Mutter hat erstmal meine Tante und uns Kinder da reingeschoben, gedrängt, dass wir da noch rein konnten, mit konnten. Wir sind hier nach Brambauer zu Verwandten gekommen und meine Tante ins Rheinland.